Und auch die Fauna sorgt hier für Überraschung. Ah, du Michael. Ziegen wie in guter alter Zeit. Sie sind keine Statisten der idyllischen Landschaftskulisse. Hier in den Steilhängen unterhalb und neben dem Nollisch, da wachsen ganz besondere Pflanzen, aber die benötigen halt eine offene Fläche ohne große Bäume, ohne große Hecken. Und die Ziegen sind dafür da, um diese Verbuschung zu stoppen und auch einzudämmen. Mit seinen Ziegen möchte Michael Rössler dazu beitragen, die Kulturlandschaft zu bewahren. Natürlich bin ich ein Rheingauer mit Herzblut, ein loscher Bub hier im Ort geboren und kenne die Weinberge schon von Anfang an. Und haben wir ein kleines Weingut mit einer Winzerwirtschaft, wo wir natürlich dann auch Produkte von der Ziege anbieten. Da kommen wir gern mit, denn wie schon für die Romantiker vor 200 Jahren, so gehören auch für uns zum Rheingau nicht nur idyllische Landschaften, Burgruinen, Schlösser und malerische Orte, sondern auch ein guter Wein. Bei Michael Rössler, der weithin für seinen Spundekäse bekannt ist, können wir unsere Entdeckungsreise ausklingen lassen. Und vielleicht liegt es auch ein wenig an Rösslers Riesling, dass wir uns den Dichtern, die diese Region einst poetisch verklärten, schwärmerisch nahe fühlen. Auch wenn die Burgen und Schlösser am Fluss längst zu Museen, Veranstaltungsorten, Nobelhotels oder Weingütern geworden sind und der alte, majestätische Vater Rhein, wie Robert Schumann ihn einst nannte, heute eine moderne Wasserstraße ist.